Gesundheit. Du sollst nicht kämpfen oder so, du sollst überleben. So, hier haben wir noch ein bisschen Eisen. Das haben wir noch brennen lassen. So, was? Achso, Faser für. Und wir brauchen noch mehr Leder. Oh oh. Okay. Gerade ein bisschen Angst bekommen. Okay, wir brauchen noch mehr Leder. Das ist ja unglaublich. So, den lasse ich jetzt erstmal da. Stopp! Ich habe mir nicht gemerkt, wie viel. Ich glaube 50 Mal, ne? Mehr 50 Mal Leder, das kriegen wir jetzt sehr locker hin. Vor allem, wenn uns vielleicht nochmal ein Pronto entgegenkommt, das wäre ja 49 Mal, um genau zu sein. Also 50. So, das wäre ja enorm gut. Flatter hier mal so ein Stückchen rüber. Vielleicht finden wir hier ja gleich ein. Das würde mich sehr freuen. Sehr, sehr freuen würde mich das. Ist uns nicht gegönnt gerade. Habe ich mich denn da so vertan? Was habe ich denn da gesehen, Mensch? Zumindest sehe ich kein Bronto. Wir werden wohl doch gleich wieder auf Schildkrötenjagd gehen. Ja, nun sind wir hier. Dann sterben wir hier einmal die Gefahr. So. Einmal mitten reinhauen. Oh, wir haben versehentlich die Dimos angegriffen. Ah. Die sind auch kacke zu treffen. Der eine von der ist sogar sehr schick. Und dieser hier, der ist ziemlich anhänglich. Oh verdammt, der uns die ganze Zeit so enorm dran hängt, der ist echt hübsch. So, der ist schon mal weg. Na, der hängt uns einfach zu weit hinten an. Haben wir ihn jetzt? Ja, jetzt haben wir ihn. Sehr gut. Da backt ein paar rum, das macht nichts. So, wie viel Leder haben wir? 28. Oh, und ein Level Up. So. Und eine Schildkröte, die wir noch killen können. Oh, und Insektengefühl. Na. Ach so, wir sind. Oh, wir sind gerade blind, deswegen kommen wir hier nicht weg. Moment. So, jetzt mal ein bisschen Gas geben. Hamburger Wände und dann. So, nun sind sie weg. Du fall hier mal nicht runter, du gibst uns noch ein bisschen Leder, wenn wir dich erwischen, heißt das. Ach, jetzt. Einmal, das ist ja der helle Wahnsinn. Na gut, aber ein Bronto ist uns nicht beschert. Das ist bedauerlich, aber ist halt so. Dann nehmen wir halt doch Schildkröten. Jetzt haben wir das sowieso fast voll, also. Oh, Regen, schön. Und ich werde langsam wirklich hungrig. Also entweder ich muss gleich mal ein paar Beeren pflücken. Oder ich mache nochmal einen Stopp zu Hause.
Hier mit den Dilos die ganze Zeit, da habe ich auch keinen Bock. Diese Stimme, diese erkältete Stimme, die ist... Du siehst auch ziemlich nice aus, aber ist egal jetzt. Und hier ist ein Ei, das möchte ich aber haben. So. Aufspringen, weg hier, bevor die Mutti kommt. So, Schildkröten. Habe ich doch eben noch gesehen hier. Achso, nee, die waren hier drüben, da habe ich die gesehen. So, ja, und ich sehe jetzt auch mal zu. Ich lasse mich immer so leicht ablenken, das ist halt so, aber... Mein Gott, wir haben ja auch Zeit. Ich habe jetzt eigentlich auch nicht wirklich vor, mich hier jetzt irgendwie durch zu beeilen und einfach Hauptsache alles schnell, schnell, sondern das wollte ich eigentlich auch alles ganz entspannt hier machen. Und dann lasse ich mich halt mal ablenken. So, jetzt habe ich aber gerade ganz schlimm Hunger. Mal gucken, wie viel Leder wir jetzt haben. Ich glaube noch nicht genug. Aber ist halt so. Nehmen wir die. Stopp, stopp, stopp. Ich weiß, wir können es auch mal wieder Fleisch braten, aber ich vergesse das immer und das hier ist halt solche recht schnelle Lösung. So. Damit sollten wir wieder voll sein. Die Eier, die schmeiße ich jetzt auch einfach mal schnell rein. Fertig. So, was haben wir an Leder? 36, das reicht noch nicht. Was für süß bist du? So, 36 reicht noch nicht. Nee. Ja, aber wir haben es bald. 13 Stück noch. 13 Stück noch. Das könnte wirklich... eine einzige Schildkröte sein. Wenn wir hier so schnell eine finden, ansonsten machen wir halt mehrere andere Viecher. Oh. Nehmen wir da vorne die beiden Paras. Das geht auch. Paras killen mit Erkältungsstimme. So, hinsetzen bitte. So. Den zweiten haben wir hier vorne gerade gesehen. Da, der ist auf der Flucht. Oder er versucht zu fliehen oder irgendwie sowas, glaube ich. Also wenn er klug ist jedenfalls, aber er ist nicht klug. Kommt uns zugute. Huch. So, damit haben wir jetzt endlich genug Leder. Und dann geht's los. Mensch, meine Herren. Oh, wie süß, der schwimmt. Ein ganz schwarzer. Cool. Oh. Würdest du mal bitte... Hallo? Toll. So. Nein, nicht absteigen. So. Schön. Freut mich, dass wir das geklärt haben. Guck mal, da hätte ich ihn auch schon schwimmen sehen können. Keinen ganz schwarzen, aber einen roten. Sieht voll süß aus, wie die schwimmen. Moment. Muss immer erstmal gucken. All. Knuffig. Na, mein Kleiner. Süß.
sieht aus bei mir hier. Alles völliges Chaos, aber das wird ja... Achso, wir haben das ja bei uns. Das wird ja demnächst beseitigt. Ich hoffe, wir haben da genug Platz. Ach stimmt, Fiber brauchen wir noch. So. Jetzt Säbelzahnsattel. Schade, ich hätte mal die beiden kleinen aktivieren sollen, also knuddeln sollen. Hätten wir ein bisschen mehr EP bekommen, aber... Gut, ist jetzt halt so. Machen wir jetzt. Es lohnt sich alleine schon, weil sie so knuffig niedlich sind. So, ein bisschen Schaden kannst du auch nochmal machen. Leider geht der Sattel so gar nicht. Müssen wir aber erstmal kurz mit leben. So, was brauchen wir hier? Ach, wir brauchen ja auch noch wieder Leder, damit wir uns für den Spino und so Spikes herstellen können. Das machen wir jetzt aber mit ihr. Ne, mit ihm. Damit wir mal kurz gucken können, wie die Lütte so im Kampf zu gebrauchen ist. Ja, ist ja schon wieder was ganz anderes mit einer Miezekatze, ne? Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Damit kann man gut leben. Und ein bisschen wenig Stamina, glaube ich. Achso, nee, weil wir blind sind. Aber hält auch gut was aus. Also von dem her ist es gar nicht verkehrt. So. Ja, doch, die ist nicht schlecht. So, 39. Reicht noch nicht ganz. Wir reizen sie mal kurz ein bisschen aus. Ihn. Also die Katze, aber, ne? Ist ja Amun. Gut, die war auch nur Level 8. Das war jetzt keine Herausforderung. Das ging schnell. Ach, wenn ich denn erstmal meine Wölfchen habe, mein kleines Wolfsrudel, dann passiert uns ja sowieso mal gar nichts mehr. Ach ja, du fliegst ja weg. Na, die Lütte hat aber gut nein, er. Warum bin ich so extrem bei der Katze? Okay, hier hängen wir fest. Okay, aber ist schon mal recht gut. Kann uns auf jeden Fall verteidigen. So, hier nehmen wir noch ein bisschen Keratin mit. Mal gucken, ob das immer noch so ein schöner Farmer ist. Ja, viermal. Ist jetzt nicht so, aber naja, was soll's. Will ich sowieso mit Rot. Oh. Verzeihung, das ging schnell. Sö. Sö mit Ö. Einmal rüber. Holen wir uns jetzt ein Spino oder holen wir uns jetzt erstmal Wölfchen? Ich meine, mit ihr hier können wir, mit ihm. Ihm. Mit ihm können wir ja ansonsten sogar ganz locker noch ein bisschen Rhinos farmen und so. Könnten wir theoretisch sogar... Oh Gott, haben wir jetzt viel Leder. Können wir theoretisch sogar ohne Tyrion machen. Wir sind ja mit ihm eigentlich auch schnell da drüben. Ich überlege gerade.
Mach hier schon mal so ein paar Spikes fertig. Damit wir ein paar fertige dabei haben. Ja, logischerweise, ansonsten wäre das total doof. Was fehlt uns? Holz. Natürlich fehlt uns Holz. Wir brauchen einen Mammut. Trotzdem möchte ich, glaube ich, lieber ein Spino, damit wir umziehen können. Dann bringen wir das Mammut nämlich nicht ganz so weit weg, um es nachher wieder rüberzubringen. So, Moment. Komm. Wir gehen mal los und organisieren ein bisschen Holz. Mit dir bin ich fix. Wie ist es denn um deine Stamina bestellt? Ziemlich gut. Doch, ziemlich gut. Wir könnten mit ihr sogar schneller da sein, eventuell. Als mit Tyrion. Weil Tyrion ja nun doch nicht der Schnellste ist. Wir müssten, glaube ich, mal bei ihm ein bisschen was in Bewegungsgeschwindigkeit skillen. Das machen wir mal. So. Brauchen noch ein bisschen was. Ich klatsche mir jetzt einmal das Inventar voll. Komm mit. Ja gut, ausreichend tragen kann er auch. Ist eigentlich schon recht gut. Diese Katze war eine gute Anschaffung. So. Hoppala. Amun. Hör auf, uns in die Flanke zu beißen. So. Bisschen Holz können wir noch tragen. Oh, Entschuldigung. Dem wollte ich jetzt eigentlich nicht auf die Omme geben, aber es ist halt passiert.